Einen guten Mittag. Da ist wieder die Ruth. Die Ruth Aschelier-Foser, dein Coach für mehr Lebensqualität. Und du weißt, der, wer mich noch nicht kennt, ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Telefon bei mir. Und für alle die, die mich jetzt schon oft besucht haben, ihr seht, meine Orchideen sind gerade in der Gärtnerei. Ach, ja. Was wollte ich dann heute mit euch? Genau. Wäre es nicht schön, es wäre wie hier immer heiterer Sonnenschein in der Beziehung? Dann hat man endlich sich eingestanden, dass man in der ersten Beziehung Fehler gemacht hat, dass man sich getrennt hat, man war vielleicht vor Gericht, hat einen Rosenkrieg geführt. Endlich ist alles vorbei. Es gibt Kinder und ich würde sagen, das betrifft fast jeden zweiten, weil jede zweite Ehe wird ja geschieden. Und dann lernt man einen neuen Menschen kennen. Und da kommen so diese Gefühle, so diese Sonnenschein, Schmetterlinge, alles ist da. Und man möchte sich so gerne neu erfinden, sich neu kennenlernen und ganz bestimmt alles viel, viel besser machen wie beim letzten Mal. Ist das einfach? Der größte Krux an der Geschichte ist, wir kommen mit einer Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder hat Erlebnisse gehabt, die er heute vielleicht ganz nüchtern sagt, ja, hätte ich nur. Ist aber vorbei. Heißt das jetzt, dass es automatisch besser wird? Ich kann euch sagen, nee, ich habe es auch versucht. Ja, ich auch. Bin auch geschieden. Einmal geschieden. Was die große Herausforderung an der Geschichte war oder an unsere Beziehung, der Anfang war relativ einfach. Aber dann kommt dann schon mal Gedanke hoch, wie sage ich es meinem Kind? Wie geht es weiter, wenn man zusammenlebt oder eben nicht zusammenlebt? Sicher auch abhängig von dem Alter der Kinder. Unsere waren schon etwas größer. Die neue Liebe zu leben, ohne das Alte. Wir kommen so mit so Büchern, mit so Anleitungen. Und die sind dann nicht so rund wie diese Hut hier, sondern die sind dann ziemlich eckig und eingefahren. Man weiß ja ganz genau, also diese dämliche Zahnpastenbube da draußen, die will ich dann dieses Mal, dass der das auch oben drückt und nicht in der Mitte. Man weiß ganz genau, da im Kopf, ich tue nicht mehr seine Wäsche waschen. Das kann er selber machen. Ich mache das und das und das und das und das tue ich nie mehr, habe ich gehabt. Glaubt ihr, dass das funktioniert? Erlebt ihr, dass das funktioniert? Dass ihr wirklich kommuniziert miteinander und sagt, weißt du was, das ist zwar eine Kleinigkeit, vielleicht für dich, aber mich stresst das. Ich bitte dich, nimm mich ernst, wie ich mich ernst nehme und drücke die Zahnpastetube da oben. Wenn man zwei Badezimmer hat, easy, dann ist das sein Badezimmer und das ist mein Badezimmer. Nur diese Wohnmöglichkeiten sind nicht immer gegeben. Was kommt dann jetzt noch dazu? Kinder. Das war bei uns so ein Thema. Ja, echt. Er konnte zum Beispiel die eine Tochter im Himmel loben. Die hat zwar Dinge gemacht, da sind mir echt fast die Haare ausgefallen. Die hatte aber so die Art, das war so, you know, daddy's daughter. Sie war einfach so die, sie wusste, wie man das macht. Und er hat ihr alles abgekauft. Und bei der anderen konnte er sagen, my piece of shit. Da muss er sagen, Entschuldigung. Und dann kam dann noch meine dazu. Und meine war ja auch nicht die einfachste in Sachen Mutter oder die Beziehung oder was verstehen. Konnte sie ja auch nicht, weil vorgelebt habe ich ihr was völlig Abstruses für ein Kind. Weil ein Kind versteht das logisch vielleicht schon,
Wie ich mich getrennt habe, hat sie ganz klar gesagt, ja, endlich hören diese Streitereien auf. Aber verarbeitet ist es deswegen nicht. Und dasselbe ist aber mit uns. Nur wir sind ja erwachsen, oder? Wir können alles besser. Wir tun das nie mehr. Und wir wissen ja ganz genau, was ich nicht mehr will. Weißt denn du, was du wirklich möchtest? Was sind denn deine Wünsche? Ohne das Wort nicht. Es ist so einfach gesagt, ja, das kommt dann schon und das wird dann schon. Nur, ich habe nur Klienten, die genau das Gegenteil erzählen. Sie haben die Liebe ihres Lebens, die neue gefunden und trennen sich, weil es nicht geht. Das sind, ich sage jetzt im einfachsten Fall, zwei Eltern, beide haben Kinder. Ja, bei beiden ist alles geregelt. Wäre schön, wenn es so wäre, wirklich geregelt. Dann sind die einen Kinder, die wohnen jetzt beim neuen Paar. Vielleicht ihre Kinder, ist ja wurscht. Die sind da und die Mutter tut sich ja immer schwer, also meistens schwer, wenn jemand anders was zu ihren Kindern sagt. Das ist schon mal Problem Nummer eins. Also wie viel hat der neue Partner wirklich da zu sagen? Oder wie ist er beteiligt? Oder wie wünscht man sich das eben nicht? Das will ich nicht, sondern was wünsche ich mir von mir und dir? Das ist halt jetzt ein bisschen blöd, aber ich kann jetzt mal kurz davonlaufen und dann die Türe aufmachen. Aber ich mache das nicht. Es ist ziemlich schwierig, wenn ich nochmal da zurückkomme mit diesem. Wie sagt man, ja, wenn diese unterschiedlichen Erziehungsmethoden und dann kommen nachher, also Methoden ist ja auch blöd, aber die Regeln und dann kommen da vielleicht alle 14 Tage die anderen Kinder. Ja, Sekunde. Okay. Ja, jetzt ist da jemand gekommen. Sorry, dass ich davonlaufen musste. Und okay, also dann komme ich noch mal kurz zurück auf diese ganze Geschichte. Das ist jetzt auch so was. Was macht man, wenn es läutet, ja? Und der andere nicht merkt, dass er eigentlich hinten reinkommen sollte. Entschuldigung. Ah, für YouTube werde ich das rausschneiden, aber das ging jetzt halt einfach nicht. Also nochmal. Was kann ich euch bieten, wenn ich sage, dass ich bin live hier on Facebook, sorry, Clint. Wenn man also abgelenkt wird. Was ganz genau ist das Thema, wenn sich zwei gefunden haben, eben die große Liebe und es ist alles so Sonnenschein und dann kommen diese Erziehungsmethoden aufeinander. Stecken geblieben bin ich da, wo ich sage, okay, die Kinder kommen dann alle 14 Tage vorbei vom anderen Partner. Und da herrschen dann ganz andere Regeln. Spielt ihr dann auf Chamäleon? Passt euch einfach immer an. So, ihr kennt diese Spannung, diese Energien, Weihnachten, oder? Ja. Da will jeder immer nett sein und höflich. Ist doch die schönste Zeit des Jahres. Man stresst schon 3, 4 Wochen vorher ein Zeug rum und organisiert alles und dann an Weihnachten. Und so ein bisschen dieses Gefühl mal hochkommen zu lassen, was das bedeutet. Ja? Was das bedeutet, wenn man diese Spannungen immer aufrecht erhält für eure neue Liebe. Und alles, was es jetzt nicht erlaubt, dass ihr eine wirklich neue Liebe leben könnt, noch nicht bereit seid für eine Veränderung, etwas zuzulassen, etwas Neues zuzulassen, möchtet ihr das jetzt zerstören und umkehren? Ja? Dann, right and wrong, good and bad, pop and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Und wenn du die simplen Tools wirklich einfach von Access Consciousness kennenlernen möchtest, das gibt dir wirklich den Zugang zu deinem Bewusstsein, ja, für jeden.
Und es gibt, wie die kreative Kapazität legt es frei, was du alles machen kannst, was ihr machen könnt, in eurer Familie machen könnt und vor allem, was ihr wählen könnt. Was wählt ihr? In der alten Kiste zu bleiben oder wählt ihr, dass ihr eure neue Liebe eine Zukunft gibt, die wahre Liebe lebt? Und jetzt wünsche ich euch mit all den Unterbrechungen, die ich hatte, einen wunderschönen Tag. Und wenn ihr mein Angebot anschaut, ich komme auch zu euch nach Hause. Und da können wir einen ganzen Tag Access Bars und die Tools kennenlernen, damit eure neue Liebe, eure neue Familie die Chance bekommt, die sie verdient. Und damit tschüss und einen sonnigen Tag. Bye bye.